Ubisoft. Wie ich sehe, benutzt man noch immer die Anvil Engine, welche einst für PS3-Spiele entwickelt wurde. Was auch erklärt, warum die Grafik von Assassin's Creed Mirage aussieht wie Assassin's Creed Origins von 2017. Wie ich sehe, bekam Assassin's Creed auch so ein fancy animiertes Markenintro, wie man es bereits von Marvel und Star Wars kennt. Was uns hätte warnen müssen. Kein Assassin's Creed Game ohne diesen Disclaimer. Allerdings hat man hier im Vergleich zum vorherigen Teil die Sache mit den Geschlechtern und den unterschiedlichen Sexualitäten weggelassen. Wahrscheinlich, weil Mirage im Nahen Osten spielt und solche Themen dort aus religiösen und gesellschaftlichen Gründen absolut haram sind. Das zeigt, wie sehr sich Ubisoft nicht traut, die westliche Identitätspolitik offensichtlich in dieses Game einzubauen. Ersatzweise hat man dafür aber ein Spiel machen können, in welchem nicht eine einzige weiße Person zu sehen ist. Nicht mal, wenn es um ausländische Händler geht. Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Nein, haben wir nicht. Außerdem Erzählung. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Mit anderen Worten, wir spielen einen Social Justice Warrior und das meinen die wirklich ernst. Außerdem, wir können uns dieses Mal nicht das Geschlecht des Hauptcharakters aussuchen. Hier spielen wir einen Mann. Wer hätte das gedacht? Es ist auch kein geringerer als Basim, den wir bereits aus Assassin's Creed Valhalla kennen. Er hat als überraschender Antagonist Layla ausgetrickst und getötet, um ihren Platz in der Gegenwart einnehmen zu können. Hier ist er ein junger Taschendieb, der zum Assassinen wird und seine traumatische Vergangenheit bewältigen muss. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Er hinterfragt es hier zu keinem Zeitpunkt. Er ist durchgehend die Marionette der Verborgenen und stellt absolut gar nichts in Frage. Der junge Basim hat Albträume von einem Djinn, der ihn heimsucht. Natürlich wird das erst ganz am Ende erklärt und ist auch nur dann verständlich, wenn man Assassin's Creed Valhalla kennt und sich an alles erinnern kann. Aus einem Albtraum aufwachen und aufrecht sitzen Klischee. Außerdem Hauptcharakter wacht zum Beginn der Geschichte aus dem Schlafklischee. War es wieder der Djinn? Das ist Nihal, Basims beste Freundin. Da ihr ja alle die Spoilerwarnung am Anfang des Videos mitbekommen haben solltet, droppe ich jetzt mal einen der Plottwists, okay? Nihal existiert nicht in der realen Welt, sondern nur in Basims Kopf. Warum ich jetzt schon so viel verrate, hat folgenden Grund. Nihal bringt Basim gerne in Schwierigkeiten, verhält sich toxisch und gaslightet gerne. Zudem erscheint sie ständig aus dem Nichts und weiß über alles Bescheid. Sie sitzt Basim buchstäblich im Nacken und ich habe sie zuerst für eine Stalkerin gehalten. Dann fiel mir aber auf, dass sie Dinge weiß, die sie nicht wissen kann und genauso schnell verschwindet, wie sie immer wieder auftaucht. Ganz zu schweigen davon, dass sie immer nur mit Basim redet, aber mit keiner anderen Person. Was es damit auf sich hat, wird natürlich auch erst am Ende erklärt und ich werde es dann auch nochmal genauer adressieren. Jetzt sollt ihr nur wissen, dass es so ist, damit ihr einige Punkte in diesem Video besser nachvollziehen könnt und wisst, dass wir zum ersten Mal einen Hauptcharakter in einem Assassin's Creed Game haben, der psychisch stark beeinträchtigt ist. Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Genau genommen verdient man gar nichts als Assassine. Es gibt keinen Lohn und man tötet nur aus Überzeugung. Man lebt alleine nur vom Loot. Setzt dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal, keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Erstaunlich, wie Nihal erst gänzlich dagegen ist, dass Basim der Bruderschaft beitritt. Nur um dann später darauf zu bestehen, dass er dort sein Schicksal findet. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein. Ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Also ein Kommunist, verstehe. Man hat hier die Adleraugenfähigkeiten aus den alten Assassin's Creed-Spielen ausgebuddelt. Hier ist sie aber eher ein Detektivblick mit Wallhack, weil wir mit Basim größtenteils nur Detektiv spielen. Auch sonst ist dieses Game wieder mehr Stealth als Action, was ich auch herzlich begrüßt hätte, wenn Stealth hier nicht komplett kaputt wäre. Taschendiebstahl Quick Time Minigame. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Eigentlich wird jede Bezahlung vor der Arbeit vereinbart, nennt sich Arbeitsvertrag. Wenn Basim das Frachtverzeichnis stehlen soll, sehen wir mit dem Adlerauge nicht nur die Wachen rot hervorgehoben, sondern auch ihren Sichtkegel. Dadurch weiß man, wo diese Trottel gerade hinschauen. Eine nette Ergänzung in diesem Spiel. Reicht, um einen Punkt abzuziehen. Abgesehen davon hat dieses Assassin's Creed nicht viel Neues zu bieten. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Wenn bereits zwei ausgebildete Assassinen bei der Beschaffung eines Gegenstandes getötet wurden, waren sie nicht besonders gut ausgebildet. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Das klingt schmutzig. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil du eine Einbildung bist, die sich einbildet, sie könnte Basim von etwas abhalten, nur um ihn am Ende nicht abzuhalten. Und weil wir gerade dabei sind? Der Name des Spiels ist Mirage, das englische Wort für Fata Morgana.
Ein Trugbild. Somit wurde dieser Teil buchstäblich nach Nihal benannt. Ach nee, nicht diese Penner schon wieder. Warum die jetzt nicht das ISO-Artefakt mitnehmen und es stattdessen beim Kalifen lassen, damit Basim es stehlen kann, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie es nicht mitnehmen und stattdessen beim Kalifen lassen. Auch wenn es sonst keinen Sinn ergibt. Basim aktiviert versehentlich das ISO-Artefakt, welches scheinbar ein Datenträger ist und sieht, wie jemand verhört und gefoltert wird. Was weder Basim noch die Spieler an diesem Punkt wissen, ist, dass Basim in dieser Aufzeichnung verhört und gefoltert wird. In seinem früheren Leben. Das erklärt auch unterschwellig, warum Basim das Artefakt später in die Ecke wirft und nicht mehr darüber reden oder nachdenken will. Normalerweise würde ich jetzt Nihal ex Machina sagen, aber ihr wisst bereits, dass Nihal nicht wirklich existiert und Basim den Kalifen eigenhändig getötet hat. Jetzt müssen wir wegrennen und uns verstecken. Das müssen wir übrigens sehr oft in diesem Spiel. Man muss dann auch warten, bis die Wachen aufhören, einen zu suchen. Vorher kann man nicht weiter mit der Handlung oder den NPCs interagieren. Man wartet also, bis sie fertig mit Suchen sind, was oftmals sehr lange dauert oder gar nicht erst endet. Nach 10 Minuten Warten musste ich das Spiel neu laden, damit es weitergehen kann. Halte kurz ein und denke nach, Basim. Die Wache des Kalifen sucht nach einem Mörder, einem jungen Dieb, der aussieht wie du. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie dich gefunden haben. Und wenn das geschieht, kommst du nicht in den Kerker, sondern direkt in ein Grab. Ich biete dir eine zweite Gelegenheit, ergreife sie. Roshan bietet ihm an, mit ihr zu kommen und macht es sogar, weil er mit ansehen musste, wie die Mitglieder seiner Diebesgilde wegen ihm getötet wurden. Da Basim sonst keine Familie hat, müssen die jetzt für das tote Familienmitglieder-Klischee herhalten. Halt! Diese Wachleute sind besser im Hardcore-Schleichen trainiert, weil Basim nicht hört, dass einer von ihnen hinter ihm ist. Den Todessprung muss er auch noch üben. Eigentlich muss er alles üben. Deswegen ist er jetzt auch in Alamut und wird hier ausgebildet. Alamut ist die Assassinen-Hochburg, die wir aus dem ersten Teil und Revelations kennen. Hier ist sie allerdings noch im Bau und man kann dort nicht frei erkunden. Man hat die Burg eingebaut, weil man zurück zu den Wurzeln wollte, aber man kann sich dort nicht umsehen. Ich meine, was zur Hölle? Wie cool wäre es für einen alten Assassin's Creed-Fan wie mich gewesen, nochmal durch Alamut laufen zu können? Aber nee, stattdessen sind wir am Fuße des Berges und steuern einen Verwirrten, der von einer Feministin ausgebildet wird und bekommen den langweiligsten Tutorial-Abschnitt der Welt zu sehen. Warum hören wir auf? Vom Versagen lerne ich nichts. Ja, tut Ubisoft aber auch nicht. Unser Brauch mit der Feder kommt aus Ägypten. Sie steht für die Federn der Ma'at. Die Federn eines Reihers wurden in das Blut der Zielpersonen getaucht. Ich erkläre dies für den Fall, dass du Assassin's Creed Origins nicht gespielt hast. Söldner aus Bagdad benutzen diese Waffen. Wir müssen die anderen warnen. Weil Söldner aus Bagdad hier herumschleichen, müssen die Assassinen jetzt nach Bagdad, um der Sache auf den Grund zu gehen. Das ist alles. So bringen sie den Plot ins Rollen. Enttäuschend, oder? Weil alles jetzt schneller gehen muss, wird Basim in einer 80er-Jahre-Trainingmontage ausgebildet. Basim ibn Ishaq. Bist du bereit, dein Leben hinter dir zu lassen und auf dem Schattenpfad zu wandeln? Das bin ich. Basim wird jetzt erst vereidigt, also nach Monaten der Ausbildung. Hätte man sowas nicht schon eher machen sollen? Vergiss nie die Grundsätze, die du geschworen hast, zu befolgen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Sonst wirst du desynchronisiert, man kennt's. Wenn er sich jetzt den Ringfinger abschneiden soll, dann sollte er seine Finger anders halten oder er schneidet sie alle ab. Nachdem er sich den Finger abgeschnitten hat, bekommt er nun seine versteckte Klinge und steckt den abgeschnittenen Finger weg, als wäre nichts passiert. Habt ihr eine Ahnung, wie weh sowas tut? Helft mir! Nur! Nur! Bleib liegen. Spar deine Kraft. Er war unvorbereitet, musste Bagdad überstürzt verlassen. Das weißt du woher? Der Orden hat Bagdad und seine Schritte in Nebel gehüllt. Wir müssen dorthin. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Damit die Reise nach Bagdad schneller geht, gibt es eine 80er-Jahre-Reisemontage. Kaum in Bagdad angekommen, gerät man in Kämpfe und merkt, dass das Kampfsystem wieder wie früher animationsbasierend ist. Was genau deswegen nicht besonders gut funktioniert, da es ständig ausglitscht, weil es noch auf der gleichen Mechanik wie Valhalla läuft. Hierzu kommt ein Fahndungslevel, wenn man sich auffällig verhält und in der Öffentlichkeit Leute umbringt oder versucht zu beklauen. Das muss man, wie in den alten Spielen, dann erstmal durch Abhauen, Verstecken, Bestechung und das Entfernen von Steckbriefen reduzieren. Oldschool hin oder her, was hier in den ersten paar Stunden vielleicht noch Spaß macht und einen Erinnerungen an bessere Teile schwelgen lässt, erweist sich in den späteren Spielstunden als äußerst nervig, da es das Spielerlebnis deutlich abbremst.
Man hat auch wieder einen hilfreichen Adler, der in der Luft die Umgebung erkunden kann. Ich nenne das seit Origins ja gerne Vogeldrohne, weil es wie eine Drohne funktioniert. Tatsächlich hätte man sich das aber hier sparen können. Reicht aus, dass man die Adleraugenfähigkeit benutzt, sowie auf Türme klettern muss, um Teile der Karte freizuschalten und dadurch auch Besonderheiten in der Umgebung markiert. Wo wir uns auch niederlassen, es zählt nur, dass unsere Anwesenheit ein Geheimnis bleibt. Deswegen habt ihr eure Grundstücke auch mit Banner und sichtbaren Logos geschmückt, ganz zu schweigen von der auffälligen Kleidung. Unsere erste Aufgabe in Bagdad ist, das Verschwinden von Ali, dem hiesigen Mittelsmann der Assassinen, aufzuklären. Ab hier beginnt das Detektivabenteuer. Nun müssen wir größtenteils alle möglichen Ermittlungen anstellen. Leute belauschen, Informationen stehlen, herausfinden, wer dem Orden angehört und diese Leute dann unschädlich machen. Dabei muss man jedoch feststellen, dass man zu keinem Zeitpunkt den roten Faden einer Story verfolgt. Man weiß tatsächlich nie, worauf das Ganze hier hinauslaufen soll. Ferner sind alle Charaktere, einschließlich Basim, sehr flach und uninteressant. Man kann nicht wirklich irgendeinen Bezug zu irgendetwas oder irgendwem entwickeln. Nichts ist wirklich spannend oder mitreißend genug. Man macht das Ganze, ohne zu wissen, warum oder was am Ende dabei rauskommt. Wenn man sowas mag, kann man ja auch gleich normal arbeiten gehen. Ist in etwa dasselbe. Oder Valhalla spielen, denn dort ist es ganz genauso. Ganz zu schweigen davon, dass man sich die Namen der Leute hier kaum merken oder gar aussprechen kann, weil wir westliches Volk sind und kaum einen Bezug zu dieser Kultur haben, die zur damaligen Zeit unserer weit überlegen war. Außerdem Mikrotransaktionen. Ihr Verborgenen denkt alle gleich. Aber ihr denkt klug. Das ist nicht richtig. Wenn alle das Gleiche denken, dann denkt keiner mehr. Kannst du mir seine Markierung zeigen? Kannst du das auch in den Sand malen, damit man es besser sehen kann? Hier, nimm das. Was fange ich damit an? Das ist eine Münze, mit der man spezielle Dienste bei bestimmten Leuten erwerben kann. Ungefähr so wie die Goldmünzen aus den John Wick-Filmen. Eine weitere Neuerung in diesem Spiel, welche die Einfallslosigkeit von Ubisoft beweist. Ein Heer ist nur so stark wie sein schwächster Soldat. Friede sei mit dir, Basim. Friede sei auch mit dir, Ahmad. Die sagen hier tatsächlich Friede sei mit dir anstatt Salam Aleikum. Was merkwürdig ist, da die Assassin's Creed-Spiele immer etwas O-Ton behalten haben, um den Spielern eine Immersion und Kultur zu vermitteln. Entschuldigt wurde es damit, dass der Animus nicht immer alles zu 100% übersetzt. Darunter sind oftmals auch Schimpfwörter gefallen. Hier hat das aber andere Gründe. Zum einen ist es das erste Assassin's Creed-Game, in welchem sich kein Charakter der Gegenwart in einem Animus befindet. Und zum anderen, weil man scheinbar vermeiden wollte, dass jemand Allahu Akbar sagt und es zu entsprechenden Konflikten in den Medien kommt. Damit zeigt Ubisoft aber auch, dass der Charakter der Gegenwart so unbedeutend geworden ist, dass man ihn sich nun gespart hat und auch sonst keiner dort die Eier besitzt, diese Kultur mit kulturellem O-Ton zu versehen, was eine ziemliche Schande ist. Wir müssen dich hineinbringen, ohne gesehen zu werden. Könnte die helfen? Um Ali aus dem Gefängnis befreien zu können, brauchen wir Hilfe. Dafür müssen wir eine dieser besonderen Münzen anwenden. Wenn du keine hast, wird es haarig. Damit hat das Spiel auch buchstäblich eine neue Art von Gatekeeping eingeführt. Ach, und Ali trägt übrigens keine Knastkleidung im Knast. Er ist ziemlich schick angezogen und wird es auch bleiben. Bashi! Wenn immer irgendwo etwas Schlimmes passiert, kommt plötzlich ein Verletzter keuchend an und sackt zu Boden. Hat hier schon etwas Comical-artiges. Nach dem Gespräch sieht man nicht nur, dass die Beleuchtung im Spiel kaputt ist, sondern auch, dass es unserem verletzten Kollegen wieder sehr gut geht. Fast so, als hätte er nur so getan, als ob. Das Töten der Ordensmitglieder war im vorherigen Teil eine Nebenmission. Hier ist es die Hauptaufgabe, die sich wie eine Nebenaufgabe anfühlt. Für euch hätte ich übrigens auch eine Nebenaufgabe. Ihr könntet nebenbei diesem Video ein Like geben, falls noch nicht gemacht. Wo sind denn die ganzen Leute hin? Diese Geständnissegmente sind ja immer noch im Spiel. Waren sie doch einst dafür da, das Handeln der Assassinen in Frage zu stellen? Oh ja. Du magst ein Verborgener sein. Aber nicht nur. Woher weiß er das? Die Attentäterkonzentration hilft Basim, eine Gegnergruppe mit überirdischen Tricks auszuschalten. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit? Und warum werden sie so streng bewacht? Du beginnst, die richtigen Fragen zu stellen, Basim. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. Obwohl viele die Antwort bereits kennen, ohne sie eigentlich kennen zu können. Und ich kann mich nur fragen, warum? Warum hier? Warum jetzt? Warum ich? Ein Meer an Fragen und keine Antworten. Frustrierend, oder? Selbst wenn er seine Antwort bekommt, habe ich noch immer viele Fragen, die nicht beantwortet werden. Basim erhält von Nihal einen Hinweis zu einem Gewölbe, wo man eine besondere Ausrüstung freischalten kann, wenn man genug Sammelobjekte besitzt. Was gegen Ende der Story sein wird, also dann, wenn man diesen Krempel eigentlich nicht mehr braucht. So wie üblich. Während wir auf El-Hul konzentriert waren,
suchte Fulad in aller Stille nach Orten für weitere Bruderschaftshäuser. Ich habe in drei Bezirken höchst unauffällige Behausungen gefunden. Jetzt eröffnen die weitere Zweigstellen für die einzelnen Kapitel der Geschichte. Woher sie das Geld für all diese Häuser haben, weiß ich nicht. Aber da sie die Assassinen ja nicht bezahlen, wenn sie schon genug Geld übrig haben. Dieses neue Büro hat denselben Schnitt wie das vorherige. Ah, unser neues Heim in El Abbasia wird von einem aufgeweckten Rafik vortrefflich bewacht. Basim, du hast mich erschreckt. Ich war in ein Gedicht vertieft. Du bewachst ein Safehouse und behältst den Eingang nicht im Auge? Das Feuer war klein und ist unter Kontrolle. Arrazon kommt über uns! Die meisten unserer Bücher sind sicher. Wie klein war das Feuer, wenn man den Scheiterhaufen hinter dir sieht? Was ist das für ein Buch? Wie heißt es? Ich weiß nur, dass eine Schrift verwendet wurde, die ich noch nie gesehen habe. Und ich kenne Hunderte. Ein Buch in einer unbekannten Sprache könnte eigentlich nur von den Isu geschrieben worden sein, aber die benutzen alienartige Technologie. Nihal, was hast du denn da, Gelegenheitsdiebin? Ein Buch. Ich habe es geschafft, zumindest eins vor dem Feuer zu retten. Das ist unmöglich und wir wissen das. Erzähl mir von diesem Apparat. Er öffnet einen Weg, im Geist, einen Weg in die alte Welt. Dieser Mechanismus scheint irgendwie die Tore der Wahrnehmung zu öffnen. Hast du es selbst gesehen? Nein, aber Geschichten gehört. Diejenigen, die es sahen, sind verloren. Sie halten das, was sie sahen, für die Wirklichkeit. Sie glauben, sie gehören in diese alte Welt. Nicht sicher, ob es eine Maschine ist, die die Leute irre macht, oder ob es sich um eine frühe Version des Animus handelt. Schade, dass der Scheiß nie erklärt wird. Zahra und Hassan sind tot, gerichtet durch einen Attentäter. Wirklich? Said, bitte versteck dich, bis es wieder sicher ist. Verzeiht, gute Leute, aber die Vorlesung ist beendet. Fasil entkommt und wir müssen erneut nach seinem Verbleib ermitteln. Es sind diese ganzen Ermittlungen, die es trotz seiner Kürze dennoch unnötig in die Länge ziehen. Basim verkleidet sich, um an seine Zielperson zu kommen. Ich will jetzt nicht behaupten, man hätte sich das von Hitman abgeschaut, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass man sich in einem Assassin's Creed Game jemals verkleiden musste. Fasil schickt jetzt all seine Wachen weg, damit man ihn ungestört umlegen kann. Du bist neu, nicht wahr? Ich erkenne dich nicht. Was seltsam ist, da ihr euch beide von Angesicht zu Angesicht unterhalten habt, als Basim in der Bibliothek ankam. Sie versprachen dir Gold, wenn du dich freiwillig meldest, oder? Egal, denn was du gleich sehen wirst, übersteigt alle weltlichen Reichtümer. Wir werden es leider auch nicht zu sehen bekommen und dadurch auch nicht erfahren, was es genau mit diesem großen Berg auf sich hat. Wir nennen dies das Haus der Weisheit, doch sein Fundament ist brüchig. Denn unter dem Haus der Weisheit liegt das Verlies der Unwissenheit. Und auf solch dunklen Geheimnissen errichten wir unsere Philosophien. Und ich erzähle das alles einer random Testperson, weil, obwohl Basim verkleidet ist, fällt niemandem sein Assassinenabzeichen auf. Außerdem, die Verborgenen tragen jetzt ein deutlich sichtbares Assassinenabzeichen. Vielleicht ist dies der Ort. Vielleicht liegt hier das absolute Wissen. Na, ich weiß nicht. Ich fahre jetzt zum ersten Mal mit einem Boot und es sieht etwas seltsam aus, wenn alle an der Oberfläche treibenden Objekte automatisch abtauchen, wenn man sich ihnen nähert. Gerüchten zufolge schikanieren Amtsträger die Bevölkerung und beschlagnahmen willkürlich Waren. Wir glauben, dass jemand den Bezirk in der Hand hat. Lasst mich raten. Der Orden. In diesem Kapitel geht es darum, ein kapitalistisches Diktat zu bekämpfen. Also genau das, was Ubisoft und alle anderen großen Unternehmen, Konzerne, Medien und Machthaber derzeit so unglaublich gerne vorantreiben, während sie so tun, als würden sie das nicht tun und alle fallen drauf rein. Es steht eine große Auktion an, die Daira Tulmal. Ein jährliches Spektakel, bei dem die Reichen ihre goldenen Löffel vergleichen. Also ein Treffen der WEF-Mitglieder, richtig? Nein? Eine fremdländische Haarnadel. Sie scheint wichtig zu sein. Ich muss herausfinden, warum. Sie ist tatsächlich nur ein Plot-Device, welches man benötigt, um an die nächste Zielperson zu kommen. Darüber hinaus hat sie keine Bedeutung. Sie wird uns dennoch lang genug mit Ermittlungen beschäftigen. Die Person, die wir suchen, kommt nicht aus Bagdad, sondern aus fremden Landen. Bist du sicher? Ja, es hat sogar fast eine ganze Stunde gedauert, um dieses Detail herauszufinden. Ich werde so viel wie möglich über diesen Schatzmeister in Erfahrung bringen, bevor die Auktion beginnt. Jetzt müssen wir eine weitere Stunde investigieren, um herauszufinden, wer genau das Ordensmitglied ist, was unbedingt an diese Haarnadel kommen will. Es ist eine asiatische Frau, die als Schatzmeisterin arbeitet, was seltsam ist, da es in den letzten Stunden viel um Ausländerfeindlichkeit gegenüber Händlern ging.
An erster Stelle unserer erlesenen, aufregenden Liste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El-Hind. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt. Peter wird so ausrasten. Um an die Haarnadel zu kommen, die man braucht, um an die Schatzmeisterin zu kommen, kann man bei der Auktion mitbieten, wird aber überboten, weil es am Ende mehr Geld kostet, als man in diesem Spiel looten kann. Außerdem, obwohl die Schatzmeisterin die Haarnadel unbedingt will, bietet sie nach dem ersten Angebot nicht mehr mit, weil Plot. Ich werde diesem Mann die Haarnadel abnehmen müssen. Jetzt müssen wir weiter ermitteln, um den Käufer der Haarnadel zu finden, und während der gesamten Zeit bemüht sich die Schatzmeisterin nicht darum, die Haarnadel zu bekommen, damit alles genauso ablaufen kann, wie es hier abläuft. Auch sie schickt all ihre Wachen weg, damit Basim sie ungestört assassinieren kann. Basim tötet sie aber nicht sofort, um ein bisschen billige Spannung zu erzeugen. Niemand lebt allein. Aber wir sterben allein. Sie kann mit einem Loch im Hals noch erstaunlich gut sprechen. Es war diese Frau, Ning. Eine Frau an der Spitze? Das muss viele verärgert haben. Ja, aber du bist ja auch in Bagdad und nicht in Los Angeles. Ubisoft ist und bleibt das französische Bethesda. Ich finde die Schuldigen und töte sie alle. Du hast mein Wort. Das ist die Lösung. Basim erledigt das. Und wenn die Schuldigen tot sind, wirst du die Lorbeeren ernten. Die Assassinen helfen Ali ibn Muhammad durch Falschmeldungen, die nötige Popularität bei seiner Gefolgschaft zu erlangen. Du sagtest, ein paar deiner Sklaven werden vermisst. Sagte ich das? Ich erinnere mich nicht. Sie werden nicht vermisst. Sie sind verschwunden. Gibt es da wirklich einen Unterschied? Der Statthalter von Bagdad kann dem Heerführer keine Befehle erteilen. Ja, ich habe alle Teile gefunden, um den ISO-Krempel freizuschalten, aber niemand wundert sich hier über Basims seltsame Ausrüstung. Der Schwarze stirbt zuerst, Klischee. Nicht der Erste, der hier drauf geht, aber der Erste, der zu den Assassinen gehört. Auch er hat all seine Wachen weggeschickt. Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah! Allah! Groß! Und da haben wir ja den Allahu Akbar-Moment, bei dem Ubisoft auf den kulturellen O-Ton verzichtet hat. Dabei machen die doch immer so gern auf Multikulti. Warum die Kehle durchschneiden, wenn du die Zunge lockern könntest? Was? Wieso sollte ich... Der Djinn schlug nur im Schlaf zu. Er war dir tagsüber nie auf den Fersen, bis du in jene Truhe gegriffen hast. Nun ja, das ist so nicht ganz richtig. Basim wurde schon vorher vom Djinn heimgesucht und sieht ihn auch immer nur im Schlaf oder wenn er einen umlegt. Hast du auf mich gewartet? Ich warte auf keinen Mann. Ja, dann fick dich doch. Es ist nicht gut, dass wir so wenig über etwas wissen, das dem Orden so wichtig ist. Sollten wir nicht danach streben, den Feind besser zu kennen, um ihn zu besiegen? Sei gegrüßt, Basim. Störe ich gerade? Nein. Doch, du hast Roshan gerade davon abgehalten, Basim eine wichtige Frage zu beantworten. Sie oder die Dichterin Arib? Oder Statthalter Muhammad? Alle drei hatten Verbindungen zum Feind. Und wir sind jetzt noch ein paar Stunden damit beschäftigt, durch Ermittlungen herauszufinden, wer der Kopf des Ordens ist, bevor es zum Finale geht. Sein Ehrgeiz hätte das Kalifat zerrissen. Ich bot dem Orden Alamut an und sie versicherten mir, uns nicht länger zu bedrohen. Interessant, warum der Orden nach seiner Auslöschung dann trotzdem Alamut angreift, bleibt ein Rätsel. Wenn Basim im Harem ermittelt, muss er sich als Eunuch verkleiden. Ferner müssen wir dort eine nervige Fetch-Quest spielen und erleben auch nichts Spannendes, weil sich Ubisoft wieder mal nichts traut. Außerdem sind die Frauen im Harem alle angezogen und bedeckt. Verflucht! Es ist wie befürchtet. Wir sind vor unseren Feinden entblößt. Ja, im Austausch dafür, dass Abu Abdullah keinen Anspruch auf den Thron erhebt. Er verzichtet und gehorcht dem Orden, an dessen Spitze seine Mutter steht. Ist ja fast genauso wie mit dem Pharao in Assassin's Creed Origins. Einfach mal den Plot recyceln. Schnüffelst du mir jetzt nach? Immer! Du schluckst also deine Fragen hinunter, bekämpfst ihre Feinde, dienst ohne Widerworte und wirst dein Leben lang von einem Djinn in der Bruchbude verfolgt, der du eigentlich entkommen wolltest. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. In der besagten Bruchbude, richtig? So viele Jahre der Suche. Uralte Schriften und Gräber durchkämmt. Vergessenen Geschichten nachgespürt.
Basim ist nicht in der Lage, seine Zielperson im Dunst des Dampfbades zu sehen, obwohl er die Adleraugenfähigkeit besitzt und die Assassinen darauf trainiert sind, im dichten Rauch ihre eigenen Rauchbomben sehen zu können. Was bin ich? Du bist mehr als ein Mensch. Genug der Rätsel. Sag es klar. Warum aussprechen, was man zeigen kann? Komm mit nach Alamut. Unter den Tempelmauern liegt alles Wissen, dessen Erbe du bist. Woher weiß sie das alles? Ja, ich weiß, sie hat davon gehört, dass das Artefakt aktiviert wurde, als Basim es erstmalig berührte, aber woher weiß sie von der Isokammer unter Alamut? Nein! Nein. Oh. Habe ich gerade das Teilen von wichtigen Informationen unterbrochen? Ja, gut. Du sollst nämlich nicht wissen, wer du bist. Auch wenn ich das weiß und keine Ahnung habe, woher. Vielleicht habe ich ja Valhalla gespielt und weiß dadurch, dass du der nordische Gott Loki bist? Gieße deinen Schmerz in die Bruderschaft. Befreie dich von ihrem Gift und komm zu uns nach Hause. Ja, komm zu uns. Wir haben unsere Hochburg buchstäblich auf deinem Gefängnis gebaut, aber da darfst du leider nicht rein. Eine Wahrheit, die Kabiha mir zu sagen versuchte und meine Meisterin verstummen ließ. Diese Wahrheit liegt in Alamut. Also reiten wir nach Alamut. Natürlich. Und damit es schneller geht, machen wir daraus eine Reisemontage, wie in einem 80er-Jahre-Film. Nihal! K.O.-Schlag aus dem Nichts-Klischee. Assassine wird von Assassine Ex Machina gerettet. Wer hätte das gedacht? Der Endboss ist Roshan. Ist übrigens der einzige Bosskampf in diesem Spiel. Ein Wurfmesser reicht aus, um Roshans Gesundheitsleiste zu halbieren. Basim tötet Roshan nicht, weil Frau. Ich will dich nicht an das verlieren, was du dort drin finden magst. Du musst nicht in die Vergangenheit blicken, um zu wissen, wer du bist. Warum weiß jeder, was sich in dieser Kammer befindet, wenn der Zutritt allen verboten ist und sowieso nicht geöffnet werden kann? Nur Basims Blut kann die Kammer öffnen, wie wir jetzt erst erfahren, auch wenn das alles absolut keinen Sinn ergibt. Das kann nicht sein. Jetzt sehen wir eine Flashback-Montage, wie wir sie aus dem Film The Sixth Sense kennen und erfahren, warum Nihal nur in Basims Kopf existiert. Warum genau ist sehr komplex und wird kaum einer verstehen, der Valhalla nicht durchgespielt hat oder Assassin's Creed allgemein nicht so gut kennt. Also fasse ich das mal so gut ich kann für euch alle zusammen. Basim ist die Reinkarnation von Loki, dem nordischen Gott der Täuschung und des Schabernacks. In Valhalla erfahren wir, dass die nordischen Götter und wahrscheinlich auch alle anderen zu den Iso gehörten. Eine überlegene Zivilisation, welche auch die Menschen erschuf. Jetzt erfahren wir, dass dieser Ort unter Alamut Lokis Gefängnis war, in welchem er von Odin eingesperrt und gefoltert wurde, nachdem er Baldur vergiftete. Warum die nordischen Götter Gefängnisse im Nahen Osten haben, wird nicht erklärt. In den ISO-Aufzeichnungen sehen wir also Loki und Odin, der als Wikinger namens Eivor wiedergeboren wurde und später in Valhalla von Basim zwecks Rache aufgesucht wird. Was den Djinn angeht, der Basim in seinen Träumen verfolgt, so handelt es sich um eine Manifestierung seines Traumas. Es ist Lokis Peiniger, also Odin persönlich. Andere Gestalt, damit der Scheiß so lang wie möglich ein Geheimnis bleiben kann. Als die alte Welt zerstört wurde, haben sich die Götter in einen Computer namens Yggdrasil, basierend auf dem mythischen Baum, hochgeladen, damit ihre DNA in den Menschen der Zukunft weiterleben kann, ohne dass die Menschen selbst davon wissen. Während Basim also nur der Körper von Loki ist, so ist Nihal Lokis Bewusstsein. Außerdem bedeutet der Name Nihal übersetzt neuer Setzling bzw. Baum und bezieht sich auf Yggdrasil, was wahrscheinlich kaum einem aufgefallen sein sollte. Zudem hat Nihal Basim die ganze Zeit, Überraschung, getäuscht, damit die Fäden hier zusammenlaufen können. Was die Frage aufwirft, warum Nihal zu Beginn dagegen war, dass Basim mehr über sich selbst erfährt. Letztlich jedoch nur für diesen Twist. Wenn sich beide hier vereinigen, ist Loki wieder eine Person mit seinem eigenen Bewusstsein, was Basims Adler bemerkt und ihn abweisend das Gesicht zerkratzt. Was auch erklärt, woher Basim in Valhalla seine Narbe her hat. Auch wenn das eine ziemlich schwache Erklärung ist. Zusammengefasst handelt es sich hier um einen sehr mindfuckenden Mindblow, der die Gelegenheitsspieler der Reihe sehr unbefriedigend zurücklässt. Aber grundsätzlich bezieht sich diese Story einzig auf einen Selbstfindungstrip, der die eigene Identität durch entsprechend traumatische Erlebnisse verschleiert. Das Bagdad-Setting ist relativ uninteressant, so aber auch die meisten Figuren. Ansonsten reine Identitätspolitik, welche gut getarnt wurde, weil das Setting es erlaubt. Ich persönlich wünsche mir, dass die Reihe hier endlich mal ihr wohlverdientes Ende findet. Nicht nur, weil es ausgereizt ist, sondern mittlerweile schon lange seine eigene Identität verloren hat. Was für Geschichten will man dann jetzt noch erzählen? Besonders wenn das hauseigene Narrativ so weit vom Kurs abgekommen ist. Beim Abspannen ist das Spiel permanent am Speichern. Diesen Bug kenne ich noch aus ganz alten Assassin's Creed Spielen.